Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Heute in wieder einer Kurzaufnahme. Es ist nämlich schon wieder sehr, sehr spät geworden, weil ich mich am Vormittag mehr oder weniger ausgeruht habe. Ich hatte extrem mit Husten zu kämpfen. Und naja, nachmittags haben wir dann, obwohl ich extrem mit Husten zu kämpfen war, dann noch Herr der Ringe, ja genau, und Star Wars aufgenommen. Aber da das ja gemeinsam mit ein paar Leuten ist, konnte ich das nicht so einfach verschieben. Hier bei Fiesta mache ich so wie gestern. Ich werde einfach ja, eine Ein-Mann- oder eine Ein-Folgenaufnahme machen und dann morgen versuchen, wirklich mal ein paar mehr wieder aufzunehmen, damit ich ein bisschen Vorrat habe. Ich will ja gerade, weil ja Mitte der Woche müsste das ungefähr sein, hier Dragon Age. Siehst du, da war schon so ein Hustenanfall. Dragon Age Inquisition kommt. Das will ich ja auch let's playen und da wird es doch so langsam Zeit, dass wir, naja, das eben auch hinbekommen und dort ein bisschen vorgearbeitet habe, damit ich das nicht hier alles überschneidet und so. Wisst ja. So, das erste, was wir aber jetzt erstmal machen, ist ja, kaufen. Genau. Dann machen wir die tägliche Quest und dann gehen wir zurück in den Schlummerwald. So habe ich es jetzt beschlossen. Machen wir mal auf dem langen Weg. Ist zwar, sagen wir mal, blödsinnig, aber naja, gut, okay. Warum auch nicht? So. Hier entlang. Ich hoffe mal, die Entschuldigung. Ja, wie gesagt, ich versuche es rauszuschneiden, aber ich, naja, obwohl, nee. Wisst ihr was? Nee. Ich muss schon bei Fiesta, bei Star Wars und Herr der Ringe viel rumschneiden. Ich werde das hier bei dieser Fiesta-Folge mal lassen, weil die muss ja eh noch schnell raus heute. Und zumindest die will ich noch durchgerendert kriegen heute. Entsprechend, nee, machen wir heute nicht. Also müsst ihr heute mal die Huste ertragen, es tut mir wirklich leid. Ich bin halt erkältet, es lässt sich nicht ändern. Naja, so, wir müssen dahinter erstmal, tägliche Quest, wisst ihr ja, blaue Kreuztrümpfe, kriegen wir hin. Erstmal ein bisschen rumreiten. Lalalala. Erstmal gucken, Festplattenspeicher, ja, 760 GB. Wie gesagt, ist ja schon eine riesen Aufnahme gewesen, was wir heute aufgenommen haben. Mehr als eigentlich gewollt und gehofft und gesollt. Ich glaube 5-6 Folgen Star Wars. Und dann nochmal sage und schreibe 12 Folgen Herr der Ringe. Weil wir das mehr oder weniger zu einem Abschluss bringen wollten. Und naja. Ich sag natürlich nicht, wie der Abschluss ausgesehen hat, was überhaupt ist und ganz fertig sind wir ehrlich gesagt auch noch nicht. Etwas fehlt da noch, aber naja, nicht mehr viel. Das ist wichtig. Und da müssen wir dann halt erstmal gucken. Momentan wird dann wahrscheinlich dann erstmal eine kleine Pause gemacht werden, aber dann haben wir eventuell vor, hier Salz hat sich Level 20 erreicht. Netter Name. Dann haben wir eventuell vor, da mal den Edain-Mod. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist quasi eine spezielle Modifikation, die ich habe es schon mal angespielt, eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, dass wir über diesen Mod mal spielen. Müssen wir aber erstmal gucken und ja, schauen und überhaupt und machen und tun und werden. Es wird schon hingehen, wird schon klappen. So, blaue Kreuztrümpfe schon fertig. Abholen werde ich mir jetzt natürlich nicht erst die Quest. Ich gehe jetzt direkt in den Wald, ihr wisst schon. In den Schlummerwald. Muss ich nicht erst wieder zurückrennen. Na, ah, es ist schlimm. Hier jeden Hustenanfall mehr oder weniger unterdrücken zu müssen. Aber naja, es zählt halt nichts. Das mache ich alles für euch, Leute. Das mache ich alles für euch. Jawohl. So, mitten in der Nacht aufnehmen. Und wobei, was heißt mitten in der Nacht? Die meisten Let's Player nehmen ja eigentlich um die Zeit auf, weil sie dann ungestörter sind. Ruft niemand so oft an. So, kurz nach 12. Andererseits, wenn man das gleichzeitig noch durchgerendert kriegen will am selben Tag, ist das doof. Naja, aber soll's. Kriegen wir schon hin. So, dann erstmal hier hoch. Lalalalalala. Da ist die lange Brücke in den Schlummerwald. Da werden wir jetzt gleich drüber gehen. Ich fand das eigentlich immer eine coole Karte. Und ja, die Brücke fand ich auch immer ganz cool. Und wie gesagt, sie führte ja eigentlich, als ich angefangen habe in Fiesta, führte sie in die letzte Karte, die es im Spiel gab. Bis Level 79 ging es da nämlich und der Schlummerwald, naja, da hat es halt dann halt irgendwann aufgehört. Ah, das waren noch Zeiten, wo man hier quasi am Ende der Welt war. Na gut. Am Arsch der Welt ist man ja immer noch, obwohl das ein richtig schöner Arsch ist. Also mir gefällt die Karte, ja. Aber sie ist doch schon sehr abgeschlagen. Ich glaube mal klar, mittlerweile gibt es ein Tor von Uruga, glaube ich.
hierher. Und glücklicherweise früher ist man den ganzen Weg, den ich hier jetzt renne, immer gelaufen. Oder noch schlimmer, von hier in den brennenden Fels. Da war. Entschuldigung. Da war genau dasselbe Theater. Musstest du immer diesen Weg laufen und das war nicht so schön. Naja, was soll's. So, die brauche ich auch. Ah ja, hier, die brauche ich auch. Dann kann ich auch gleich mal hier anhalten. Immer mal ein bisschen Abwechslung. Und wir haben noch gar keine gehauen. Von denen brauche ich die Lanze. Also, nur die Waffe bitte. Nur die Waffe. Nicht das, was ihr in der Hose habt. Diese Lanze will ich nicht haben. Und ich habe es jetzt hier nach 12 Uhr. Also, ganz spät abends. Ich darf Jugendfreie mitbringen. Nicht Jugendfreie. Dass ihr es früher anguckt, dafür kann ich nichts. Also, lasst das bitte. Ne? Nicht machen. Nicht jugendfrei, ja. Und vor allem nicht hustefrei. Schlimm. Vor allem mal versucht, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon versucht habt. Krampfhaft versuchst du einen Hustenanfall zu unterdrücken und versuchst krampfhaft, ja, dass er ihn nicht rauskommen zu lassen und am Ende kommt halt so ein Stöhnen raus. Wie ich es eben gerade hatte. Insofern wäre es vielleicht manchmal besser, das durchzuhusten, aber manchmal ist es halt so, fängst an zu husten und hörst nicht mehr auf. Und das will ich dann auch nicht, gerade wenn ihr quatscht. Reden dabei ist nicht unbedingt besser für Husten, aber ja, was will man machen? Kann euch ja hier keinen Stummfilm abliefern. Nee, da mache ich gar nicht erst mit. Brauche ich die, ja? Ja, die Stulfe brauche ich auch. Nur den blauen Gust hier, den brauche ich nicht. Naja, jetzt ist er grün. Gut, ich gehe mal hier. Die Silfe weiß ich, dass ich sie brauche. Ich wusste nur nicht, dass ich die große auch noch brauche. Wer weiß. So ein Scheiß, ich weiß. Blub. Aber immerhin. Ein paar Quests haben wir ja hier schon. Und auf Level 74 war es, glaube ich, gibt es ja wieder Wiederholungsquests, wenn auch ziemlich langweilige. Aber naja, so muss man halt durch. Ne? Muss man durch. So, guck mal an, eine Sylph-Träne. Und da werde ich mir dann wirklich überlegen, mal hier, weil wie gesagt, ein paar Zuschauer haben es mir schon angeboten, ein paar Acker-Ports zur Verfügung zu stellen. Spätestens da werde ich dann auch den Skandal fragen, weil das doch schon ein bisschen Weg ist. Ich meine, von hier in den Schlummer nach Uruga kein Problem, aber eine dieser Wiederholungsquests soll dann ja wohl in Elde abzugeben sein, hat mir der liebe Reaper, wollte ich sagen, der liebe Phoenix verraten. Heute eigentlich zwischen den Star Wars Aufnahmen. Hehe. Wusste gar nicht, dass es die Soldane WH gibt. Kann mich gar nicht dran erinnern. Kann natürlich sein. Und ich habe vergessen. Wäre ja alles möglich. Weil, ja, wie gesagt, ich bin ja auch nicht Dr. Allwissend. Und vergesse gerne mal was. Eine Feder. Juhu. Damit hätten wir eine Feder der Flammensylph. Ja, das wäre halt die große, glaube ich. Ne? Die große Sylph-Quest haben wir damit. Hier war das übrigens, ich hatte es glaube ich schon vor vielen tausend Folgen mal erwähnt, hier war das, wo mal ein Kleri namens jemand uns ständig geheilt hat, wir haben ihn nicht gesehen, damals mich und meine Ingame-Frau, und da hat halt meine Ingame-Frau damals im Chat geschrieben, jo, hier muss irgendjemand in der Ecke stehen und uns heilen, und als Antwort kam zurück, jemand, ja bitte sehr, mache ich gern, man kann die ganzen Vergiftungszahlen ja nicht mit ansehen. War natürlich ein cooler Effekt, weil sie halt geschrieben hat, jemand, und ja, jemand war es wirklich. Auch schön war halt wirklich in der Kaku, da waren wir mal, ich weiß gar nicht mehr, eine ganz frühe Kaku, der hat irgendwann mit uns angefangen gehabt, der liebe jemand. Hat jemand gerufen, kann mich jemand retten? Und kurz danach halt, danke jemand. Ja, nur natürlich ein bitte. So, ich habe jetzt, ich muss ein bisschen aufpassen, sonst kriege ich ja viel Aua. So, Night Dämon Herz nehmen wir mit. Dekoratives nur Juwel. Kehre ich auch nochmal um. Schmackhaftes Fleisch. Na gut, okay, das brauche ich jetzt noch nicht so richtig. Obwohl, ein schönes Steak ist immer gut. Nehmen wir es mit. So, gierige Echsenmänner. Die haben wir schon fast fertig. 58 von 80. Es geht voran. Ich weiß gar nicht, wie es bei den Dämonen aussieht. Müssen wir gleich mal gucken. Dann brauchen wir uns nur noch ein bisschen mehr um die kümmern. Ja, 12 von 30, also da sind wir bei den Echsen doch ein bisschen näher dran. Werden wir wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen Dämonenjagd machen. Da ist das Juwel. Ja, ich kehre gleich um. Hopp. Das wäre erledigt.
Was? Dekorativ 24 von 50? Okay. Das dauert noch doch noch ewig. Nur die Kills haben wir voll. Uiuiuiui. Das dauert. Das war jetzt gerade wieder eine unterdrückte Hustenanfall, weil ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Und das war ein ausgeführter Hustenanfall. Manu. Naja. Lässt sich nicht ändern. Wenn man krank ist, ist man krank. Suche Fino A-Gruppe. Ja. Da gehen wahrscheinlich wieder welche Fino A. Soll ich wieder ganz spontan. Nein, heute nicht. Heute nicht. Heute mache ich ganz spontan die Folge hier zu Ende, weil letzten Endes, guckt mal. Ein Teil der Folge haben wir, oder letztes Mal haben wir uns, glaube ich, bei Entschuldigung, bei, ja, Time, also bei in der dritten Minute oder so reingeschrieben. Jetzt sind wir in der 10. So, würde eh nicht gehen. Und ihr merkt schon, mir bleibt die Luft langsam. Oh, Mann. Mir bleibt so langsam die Luft weg. Oh, was habe ich mir hier nur aufgehalst? Aber, ja, solche lustigen... Hallo! Solche lustigen ja, Aktionen mit dem Husten und Hü, hast du nicht gesehen? Könnt ihr auch in der Star Wars Aufnahme und natürlich in der Herr der Ringe Aufnahme sehen. Leider manchmal geht's phasenweise, da musst du gar nicht husten. Und dann in anderen Phasen wiederum kommst du gar nicht mehr vor Husten, weißt du gar nicht mehr, was du machen musst. Manu. Apropos, ich muss mich mal heilen. Genau, das müsste ich mal machen. So, Herz, Neiddämon, jetzt der Blaue wieder hinter uns her. Kling, kling, eine blutige Nagelkette. Komm. So, die Nagelkette kann ich eigentlich liegen lassen, brauche ich jetzt nicht. Was ich mal brauche ist eine ungeöffnete Karte. Komm, können wir mal. Jetzt komme ich nicht ran. Oh, da hinten ist noch ein Juwel. Ich weiß gar nicht, hier könnte ich so langsam wirklich mal anfangen, wieder ungeöffnete Karten zu sammeln. Von den Echsen müssten ja vielleicht schon eine haben, aber von anderen bin ich mir jetzt gar nicht sicher. So, dieses blöde Silfgift, was mir noch am Hintern hängt, das ist natürlich auch nervig, aber ja gut, okay. Aber in jedem Fall weiß ich dann zumindest, wie es so langsam weitergeht. Also auf 74 habe ich eine WH-Quest, auf 73 glaube ich durfte ich noch nichts haben, dann muss ich mal gucken. Dann werde ich mich vielleicht doch mal ab und zu ins TT begeben müssen. Aber auf 74 kann ich halt WH und TT machen und auf 75 haben wir dann endlich ja, die stärkere Nebel der Naturstufe und den durchbohrenden Schuss unsere zweite AOI, weil dann geht's endlich mal ein bisschen schneller voran. Technisch gesehen doppelt so schnell, weil wir ja doppelt so oft fauen können. Fauen, hauen meine ich. Ohne F. Mit H. Und so. Aber bis dahin dauert's noch ein bisschen. Ach so. Und natürlich ab 75 wisst ihr ja die Community-Aufnahme, logischerweise. Aber bis dahin dauert's noch ein bisschen. Leider, tut mir leid. Gebt mir ja Mühe, ich beeile mich ja. Wichtig ist dann, wie gesagt, für diese Community-Aufnahme, ich will da hinten in dieses Dämonentor im Schlummerwald. Das soll ja relativ stark sein, laut Phoenix. Ich war selber noch gar niemals drinne. Und die Mobs machen auch einen mächtigen Damage und mächtig Aua. Eigentlich fast teilweise nur mit Ammo und plus 9 Sachen oder plus 11 Sachen zu meistern, hat er gemeint. Ja, wir werden sehen. Wenn wir es halt nicht schaffen, ist kein Problem, dann machen wir was anderes nebenbei. Aber reingehen und reingucken und zumindest mal zeigen, das gehört ja dazu. Das will man ja. So. La, 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 la. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt halt halbwegs synchron war, weil ich werde mir denn jetzt gleich, denke ich, nicht die Mühe geben, das so fein zu synchronisieren. Also wenn das ein bisschen daneben ging jetzt von der Melodie, tut mir leid. Meistens sind das dann nur, sagen wir mal, Millisekunden. Also im Grunde, normalerweise fällt es nicht auf, wenn ich nicht gerade zur Hintergrundmusik trelle. Weil, wie gesagt, ihr wisst ja, ich nehme ja mit Audacity auf und das Spiel selber ja mit einem Aufnahmeprogramm. Das heißt, in der Aufnahme selber ist momentan noch gar keine Audiospur mit drin. Das heißt, ich könnte ja rausziehen, aber das dauert immer ewig. So, hopp, hopp, hopp. Also keine Sprachkommentarspur, die muss ich immer nachträglich einfügen, weil ich die ja immer noch ein bisschen bearbeite und so. Hier ist ja nochmal ordentlich was getroffen. Zwei dekorative Juwelen, eins nehmen wir mit, zwei nehmen wir mit. So, hopp, 30 haben wir, juhu. Und du blödes Flammenviech, gehst auch mal tot hier. Hopp, Funke der Flammenwolf, juhu. Inventar ist voll, juhu. So, okay, dann muss ich mal kurz gucken, wo ich hier ein bisschen etwas entferne. Ich habe schon wieder viel zu viele von den Teilen mit.
So. Sylphe. Die Sylphe ist der wunderschöne Windgeist, ist sehr launig und entscheidet aus reiner Launhaftigkeit, ob sie ein Abenteuer angreift oder nicht. Ja. Möchte ich registrieren und aus reiner Launhaftigkeit möchte ich den Funken haben und den versteckten Titel. Wie heißt der Funke? Charaktertitel? Offener Wind. Ja, klingt auch irgendwie jägermäßig. Guck ich mal rein. Ganz runter. Danke. Magischer Schaden. Nee. So, ich muss mich jetzt auch mal wieder hier irgendwo in die Ecke. Da hinten liegt noch ein Juwel. Das hole ich noch mit. Und dann versuche ich mich hier irgendwo ein bisschen runterzustellen. Weil die Folge ist vorbei. Genau. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.